Amanda und Justin waren ein glückliches Paar und seit 9 Monaten freuten sie sich auf eine bestimmte Sache ganz besonders. Später war es dann endlich soweit und Brayley, ihr erstes Kind, kam zur Welt. Sie waren anfangs vollkommen zufrieden, froh und konnten ihr Glück kaum fassen. Nach einer Weile merkten sie aber, dass irgendetwas nicht stimmte. Die Haut von ihrem Baby war merkwürdig gelb und wie die Ärzte später herausfanden, lag dem eine schwere Lebererkrankung zugrunde. Sie wurde komplett ohne Gallenblase geboren und als sich ihr Zustand stetig verschlechterte, machten die Ärzte den jungen Eltern zuerst wenig Hoffnung. Der Bauch von Brayley wurde immer dicker und schnell wurde klar, dass sie eine Lebertransplantation braucht. Die Liste war lang und da es dem verzweifelten Vater zu lange dauerte, entschloss er sich kurzerhand, seinem Kind selbst das Leben zu retten. Auch wenn er sich dem Risiko bewusst war, stand seine Entscheidung. Kurz bevor die wichtige Operation bevorstand, fand man dann doch noch ein Spenderorgan. Es war eine Leber, die auf 2 Babys aufgeteilt werden sollte. Die Transplantation verlief zum Glück ohne Probleme und nun führt die Familie ein ganz glückliches und gesundes Leben.